Este. Schützenfest 1991. Der König war Franz Josef Hartmann und seine Königin Evelyn Hartmann. Ein stolzer König und eine toll aussehende Königin. Ja, und wie immer geht es los mit dem Vogelschießen und natürlich erstmal den Aufmarsch zum Vogelschießen. Ja, und das sind die ersten Bilder. Hier ist der König, der gerade geschossen wurde, Franz Josef Hartmann. Unsere neue Majestät wird auf den Schultern getragen von seinen Schützenbrüdern. Hier bekommt die Königin einen Orden und Blumen und die Proklamation wird vorgenommen. Unter dem Jubel des ganzen Schützenvolkes. Ja, und danach folgt dann auch gleich der Ehrentanz. Und der ganze Hofstaat wird dann auch noch aufgefordert zum Tanzen. Bei guter Stimmung wird dann kräftig gefeiert. Jetzt sind wir schon beim Samstag Nachmittag. Da geht es jetzt auch zum Schützenfest. Inzwischen sind wir beim König. Und hier haben wir den König und sein Gefolge beim Vorbeimarsch. Danach geht es nur zur Kirche, zum Gottesdienst. Auch immer unter vielen Beifall der Zuschauer, die rechts und links am Straßenrand stehen. Franz Josef Hartmann trägt jetzt die neue Königskette, die in der Schützenmesse gesegnet wurde. Der marschiert jetzt die Schule zum Kapitän. Nochmal kurze Begrüßung im Feld.
Hier werden auch noch einige Ehrungen vorgenommen. Und danach geht es zum Kaffee trinken in die Halle. Abends wie immer wird dann mit dem Ehrentanz der Abend eröffnet. Ja, und nach dem Tanz wird natürlich auch plötzlich gefeiert. Inzwischen sind wir schon beim Sonntag. Hier, der Marsch geht wieder zum König. Augen rechts! Ja, und hier haben wir auch wieder dann den Vorbeimarsch. Unter viel Beifall wird das Königspaar und dessen Folge begrüßt. Heute haben die Damen wieder die schönsten Kleider angelegt, die beim Schützen sehr fröhlich, und die Prinzen grüßen jetzt vorschriftsmäßig die Fahne. Und nun geht der Marsch, das ist der längste Marsch dann immer, durchs ganze Dorf, um sich dem Volke zu zeigen. Man kann ja hier auch sehen, dass da rechts und links überall die Bevölkerung steht. Inzwischen sind wir bei der Parade auf dem Platz angekommen, und der König nimmt jetzt die Parade ab. Nach diesem Marsch haben die Majestäten sich natürlich das Kaffeetrinken wohl verdient, denn so ein Marsch bringt doch ganz schön an. Die Füße werden dann wehtun. Ja, hier ein Blick mal nach außen. Auch für die Kleinen und Großen ist hier reichlich gesorgt. Hier haben wir den König mit seiner Mutter und die Königin mit dem Schwiegervater, der auch sehr aktiv im Schützenverein war. Und die Prinzen in diesem Jahr waren dann Manfred Huschen, Hans-Dieter Hartmann und Andreas Lessenich. Hier aber die Königin mit dem Hofherrn und Prinzen und einmal die ganz toll aussehenden Hofdamen mit ihren fliederfarbenen Kleidern. Und die Königin in der Mitte. Und jetzt inzwischen sind wir schon beim Montag. Die der Feuerwehr werden nun in Verbindung mit Hauptmann Hanne und Spieß Hermann den Kandidaten auf eine Höhe von circa 30 Meter bis unter die Zeltkuppel hieven. Ich denke, die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Ja, ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass Franz Josef Bachmann Dachdecker vom Beruf ist. Man kann das ja in der Kleidung sehen.
Er war übrigens der jüngste Dachdeckermeister Deutschlands. Und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Weitergeht und jetzt sind wir schon am Abend, das ist der Einmarsch wieder im Zelt. Da kommen die Majestäten und eröffnen wieder mit dem Tanz den Montagabend. Und da geht es ja nochmal richtig rund, denn das ist der letzte Tag zum Schützenfest. Und der Hof vergibt natürlich nochmal alles. Hier wird ein Tanz mit dem Schirm getanzt, sieht natürlich auch toll aus. Jeder lässt sich in seinem Schützenjahr immer etwas Originelles einfallen. So auch diese beiden. Eine Polonaise darf auch nicht fehlen. Das kommt immer gut an. Ja, die Königin muss auch was tun. Die muss nämlich mal die Kapelle dirigieren. Der kann das auch ganz prima, aber er hat ja selber früher mal wieder Musik gespielt, das dürfte ihm also nichts Neues sein. Jedes Jahr wieder ein tolles Schauspiel von der Alfener Kapelle, die da das ganz toll bringen. Und jetzt geht es schon etwas lockerer zu. Die Jacken werden schon ausgezogen. Die Etikette lässt nach und schon ist das Schützenfest wieder für die beiden Jacken.